Was versteht man unter einem Finanzplan? Nun, ein Finanzplan, ja, jetzt haben wir wieder das Problem, wie geht man es an? Ich habe gesagt, es gibt zwei Ansatzpunkte. Entweder man setzt hier an bei versteht man oder man setzt hier an bei dem Wort Finanzplan. Bei versteht man kann man andere Verben finden. Wofür ist ein Finanzplan gut? Was bewirkt? Was macht? Was tut ein Finanzplan? Woraus ist er zusammengestellt? Sowas. Oder man benutzt hier einen Trittstein, ein Synonym, das einen zum Inhalt führt. Ich gehe zunächst mal diesen Weg hier und sage, der Finanzplan stellt zusammen. Er stellt zusammen, und da es ein Plan ist, Plan bedeutet immer Zukunft. Ja, er stellt zusammen, Doppelpunkt, die zukünftigen, das leiten wir aus dem Wort Plan ab, die zukünftigen. Und jetzt kommt noch ein Wort dazu, der auch damit zu tun hat, dass es hier ein Plan ist, auf die Zukunft bezogen. Das bedeutet nämlich gleichzeitig auch geschätzt. Wir wissen es einfach nicht. Ja, die zukünftigen Geschätzten, was sollen wir anders machen? Ja, die zukünftigen geschätzten Einnahmen und Ausgaben. Und damit ist der Finanzplan gleichzeitig auch Grundlage für die Kapital Bedarfsplanung. Ja, das ist schon mal eine sehr gute Antwort. Wenn wir das hier zusammenkriegen, ist das schon mal eine sehr gute Antwort. Oft finden wir ein ähnliches Wort, das da heißt Liquiditätsplan. Und wenn man jetzt mal fragt, ja, was ist der Unterschied zwischen Finanzplan und Liquiditätsplan? Es gibt Unternehmen, die das in der Praxis komplett synonym verwenden. Die meinen das Gleiche. Wenn man es eher ein bisschen theoretischer angeht, könnte man sagen, der Liquiditätsplan bezieht sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen, also wirklich nur die Geldflussströme und ist damit kurzfristiger. Und der Finanzplan bezieht sich auf die Einnahmen und Ausgaben. Der Unterschied ist hoffentlich bekannt, ja, zwischen Einnahmen und Einzahlungen. Bei Einnahmen kommt auch noch das hinzu, was wir an Forderungen haben. Bei Ausgaben kommt zu den Auszahlungen noch dazu, was wir an Verbindlichkeiten haben. Das ist der Unterschied. Der Finanzplan ist also längerfristiger, grundsätzlicher, bezieht sich mehr oder sieht sich mehr im Bereich der Kapitalbedarfsplanung und damit bei den Investitionen, während der Liquiditätsplan kurzfristig ist und wirklich der Liquiditätssicherung dient, dass wir liquide bleiben, dass wir zahlungsfähig bleiben. Aber ich habe im Grunde schon den Rahmen der Frage gesprengt, denn es geht ja hier darum, was ist ein Finanzplan? Also, man könnte sagen, ein Finanzplan stellt zusammen die zukünftigen geschätzten Einnahmen und Ausgaben. Das Ergebnis ist dann in der Regel ein Kapitalbedarf oder ein Kapitalüberschuss. Und diese Ausgaben, die stehen oft im Zusammenhang mit Investitionen. Ja, also einen Finanzplan stellt man auf, wenn Investitionen anstehen, dann stehen die Investitionen hier auf der Ausgabenseite. Oder man könnte sagen, ein Finanzplan ist ein Plan, der die zukünftigen geschätzten Einnahmen und Ausgaben zusammenstellt. Einnahmen auf der einen Seite in der einen Spalte, Ausgaben in der anderen Spalte. Und dann zieht man einen Saldo. Also der Trittstein hier könnte sein das Wort Plan. Der Finanzplan ist ein Plan, der.
Oder man kann zunächst mal ganz allgemein sagen, der Finanzplan ist eine wichtige Grundlage für die Kapitalbedarfsplanung. Und dann geht man hierüber, man stellt im Finanzplan die zukünftigen geschätzten Einnahmen und Ausgaben zusammen. Ja, Sie sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit so Fragen umgehen kann. Wichtig ist nur, dass Sie einen Plan in der Tasche haben, wie Sie es tun. Ja, bauen Sie sich die Brücke, wie gesagt, zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Eine dritte Möglichkeit gibt es hier nicht. Ja, erste Möglichkeit, dieses Verb hier, verstehen, ersetzen durch ein anderes, zum Beispiel stellt zusammen oder auch zeigt. Zeigt passt ja auch. Der Finanzplan zeigt die zukünftigen geschätzten Einnahmen und Ausgaben und damit den Kapitalbedarf oder Kapitalüberschuss. Das ist vielleicht sogar noch schneller. Ja, also stellt zusammen oder zeigt. Oder hier das, dieses Wort hier, also Subjekt des Satzes, nehmen und ein Synonym finden. Einen Trittstein finden. Ein Finanzplan ist ein Plan der. Oder ein Finanzplan ist die Grundlage für die Kapitalbedarfsplanung. Ein Finanzplan, könnte man auch sagen, ist eine Übersicht. Ja, auch das wäre möglich. Statt Plan könnte man sagen Übersicht. Eine Übersicht, die die zukünftigen geschätzten Einnahmen und Ausgaben zeigt. Voilà. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.